Im Naumburger Dom gibt es nun eine besondere Ausstellung zu bestaunen, nämlich die Sonderausstellung Druck und Hingabe. Der Bildhauer, Maler und Grafiker Max Klinger war und ist bis heute eine starke, unergründete Künstlerpersönlichkeit. Anlässlich seines 100. Todestages inszenierte die Kunststiftung Sachsen-Anhalt in Kooperation mit der Villa Romana in Florenz das Projekt Druck und Hingabe, eine Widmung an Max Klinger. Die künstlerische Auseinandersetzung vier zeitgenössischer Künstler und KünstlerInnen mit dem Schaffen Klingers ist vom 12. September bis zum 31. Oktober 2020 im Naumburger Dom ausgestellt. Am Freitag wurde diese feierlich eröffnet und sogar Kultusminister Rainer Robra war angereist, um ein paar Grußworte zu sagen. Zunächst begrüße ich, wie auch schon Frau Professor von Welk, Sie alle zur Ausstellungseröffnung. In ganz besonderer Weise aber ebenfalls die vier Stipendiatinnen und Stipendiaten der Kunststiftung und der Villa Romana in Florenz. Die Villa Romana ist ja nun auch mit Klinger sehr eng verbunden und das war sozusagen eine kongeniale Basis für dieses Projekt. Frau Danz aus Dublin, Frau Wege aus Halle, Herrn Köstler aus Halle und Herrn Sapunzis aus Athen, also auch ein internationales Projekt und wir bemühen uns im Lande Sachsen-Anhalt seit Jahren und immer wieder gerne, unsere Region mit internationalen Partnern zu verbinden. Und es war sehr schön, da sage ich auch nochmals den Vertretern der Stiftung Villa Romana Dank, dass sowohl wir als auch Sie zwei Stipendiaten eingebracht haben und auf dieser Grundlage dann dieses wunderbare Projekt Druck und Hingabe, eine Widmung an Max Klinger, starten können. Wir freuen uns, dass die Ergebnisse jetzt, Corona-bedingt leicht verspätet, am 4. Juli wäre ja der Todestag gewesen, gezeigt werden können. Und wenn ich Sie so vor mir sitzen sehe, dann freut es mich einfach, dass wir schon in so großer Zahl auch wieder zusammenkommen können. Ich weiß, der Saal fasste noch, der Dom fasste noch viel mehr. Die Künstlerinnen und Künstler Mariechen Danz, Ilko Köstler, Jorgos Sapuznis und Barbara Wege erhielten für das Projekt ein achtmonatiges Stipendium, um sich mit dem facettenreichen Schaffen Klingers auseinanderzusetzen und die Impulse in die eigene künstlerische Arbeit einfließen zu lassen. Die so entstandenen Werke, Skulpturen, Grafiken, Objekte und Zeichnungen werden an verschiedenen Orten wie der Krypta und im Ostchor im Naumburger Dom präsentiert. Ob Klinger jemals den Dom besucht hat, weiß man nicht. Eines weiß man jedoch sicher, dass Klinger zu Lebzeiten sich gerne auf seinem Weinberg in Groß-Jena zurückzog. Ein bisschen mehr versuchte Oberbürgermeister Bernhard Küper, die abstrakte Person Klinger den Ausstellungsbesuchern näher zu bringen. Es war ein Mann, der leben konnte. Und das wurde einem auch erzählt. Oder das wurde auch erzählt in Groß-Jena. Also Groß-Jena in der Zeit, in der Max Klinger dort weilte, denke ich, war eher pietistisch geprägt, auf jeden Fall protestantisch geprägt. Und das Leben, das oben auf dem Weinberg herrschte, das hat schon für Beachtung gesorgt, ich sage es mal vorsichtig. Also ich denke, viele Menschen haben sich die Gedanken gemacht, was passiert dort oben auf dem Berg. Und wenn man von heutiger Zeit aus denkt, denkt man, wie ist das möglich gewesen in so einer Zeit, dass Max Klinger tatsächlich sein Leben leben konnte mit den beiden Geschwistern Bockfeuer, mit Frau Arseniew und auch dem Wein sehr zugesprochen war, was ja zu unserer Gegend passt und tatsächlich diesen Berg für sich vereinnahmt hat und seine Feste dort gefeiert hat. Wir haben mal geforscht, welchen Kontakt hatte Max Klinger zu Naumburg. Also wir haben wenig gefunden. Vielleicht ist ja jemand unter Ihnen, der da mehr weiß. Aber der unmittelbare Kontakt zu Naumburg ist eher nicht da gewesen, vermutlich. Also Max Klinger hat schon den direkten Weg zum Naumburger Hauptbahnhof gefunden und ist dann eben halt zu seinem Schaffensort nach Leipzig gefahren oder in die ganze Welt.
Zwei der beteiligten KünstlerInnen, Mariechen Danz und Jorgos Sapuznis, sind Max Klinger erstmals in der Villa Romana in Florenz begegnet. Jenem bis heute lebendigen Künstlerhaus, das Max Klinger 1905 für den dann gegründeten Villa Romana Verein erwarb, um hier vielversprechenden jungen Kollegen einen Freiraum für die künstlerische Entwicklung zu garantieren. Barbara Wege und Ilko Köstler sind indes gebürtige Hallenser und so mit dem Erbe Max Klingers groß geworden.